Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge hat sich Steffi ordentlich die Taschen vollgestopft am Airfield und ja, hat eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir ja mal langsam loslegen können mit der Community. Denn Steffi will ja nicht allein in diesem Let's Play rumlaufen und ja, dafür muss es ja auch mal langsam, aber sicher einen Start geben. Und wie gesagt, da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das zeige ich euch gleich, wenn wir auf den Server sind. Ansonsten ist bei mir aktuell relativ früh, 9.47 Uhr. Ich habe um 9 Uhr schon angefangen aufzunehmen, aber OBS war zweimal geöffnet, warum auch immer. Und hat ja nicht richtig aufgenommen bei mir. Und ich war schon im Schneegebiet und beim Händler. Wollte gerade zum Bunker laufen und da habe ich erstmal gesehen, dass ich gar keine Aufnahme mache. Die lief auf meinen Monitor oben, der aus war. Es hat aufgenommen, meine Stimme, auch im Bild, aber mein Stuhl war eingefroren. Ihr habt einen Stuhl nur da gesehen. Und ja, ich lade das einfach mal hoch, mache das mal als nicht gelistet. Da könnt ihr euch dann mal das klitzekleine Abenteuer angucken. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich was vorbereitet. Ich bin gespannt, ob da was passieren wird, ob wir Community dazu gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Abenteuer mit euch zu erleben. Ja, warum bin ich so früh am Aufnehmen? Ich war um 8 Uhr schon beim Arzt. Hier ist meine Einstichstelle. Blut wurde abgenommen. Meine ja, Schilddrüsenwerte werden kontrolliert, denn meine Herzfrequenz ist immer zu hoch. Aktuell ist sie bei 119 und ich sitze hier eigentlich ganz entspannt. Na gut, sie geht gerade runter. 117, 118, 119, 118. Ja, aber vorhin war sie einmal bei 145. Ich finde, eigentlich sollte man da schneller reagieren als Hausarzt. Aber ist egal. Ich werde schon überleben. Ist ja nicht seit gerade eben erst. Ja, Top-Kommentare des Tages gibt es natürlich auch. Und zwar vom lieben Skyhammer85. Er schreibt, hi Tim, finde es immer interessant, wenn du über deine Arbeit redest, wie mit dem Nitroglycerin zum Beispiel. Ich hoffe doch, dass du im Krankenwagen nicht so verpeilt bist wie in Scum. Nein, da arbeite ich hochkonzentriert und hab auch noch keinen umgebracht. Also ich habe schon viele Tote gehabt, ja, aber die habe ich nicht umgebracht. So, das zweite Top-Kommentar ist vom Michi Klees. Er schreibt, hi, würde gerne auf deinem Server zocken, aber leider bekomme ich keinen Zugriff habe. Schade, aber trotzdem weiter so mit den Videos. Du kannst natürlich mitzocken, das ist kein Problem. Dafür gehst du einfach auf den Discord-Link in der Beschreibung, wenn der aktuell ist, ich hoffe es. Und ja, da liest du dir die Regeln durch, tust einen grünen Haken setzen und dann gehst du runter und da kannst du dann ja zum Mitspielen bewerben sozusagen. Was heißt bewerben? Man wird ja angenommen und dann darfst du auch mitspielen. Das ist ein Klacks bei uns. Das dritte habe ich auch noch, Herzfrequenz hoch, das kommt davon, wenn man in der Jugend zu viel Scooter gehört hat. We need the bass drum, lass dich mal untersuchen. Ist passiert, da ist meine Fixstelle. So, gut, mehr Kommentare hatte ich glaube ich gar nicht, ne? Okay, ich habe das doppelt genommen, warum auch immer. aber Dankeschön dafür. Achso, wieder eine Nachricht auf die Uhr bekommen. Ja, ich will euch gar nicht so lange quälen. Wir gehen auf den Server. Zack. Es ist früh am Morgen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen aufgenommen. Gequasselt und rumgelaufen. Das werde ich auch noch separat hochladen. Und in der Beschreibung als nicht gelistet mit reinpacken. Da seht ihr mich aber nicht. Da seht ihr nur meinen Stuhl eingefroren. Weil zweimal Facecam kann der gar nicht aufnehmen. Und hier ist das, was ich als Vorbereitung meine. Ich habe schon einen Schrank und ein Bett, also ein halbes Bett. Da fehlen noch ein paar Nägelchen drin. Die wollte ich finden. Und meine Sachen habe ich im Schrank, ne, die ich jetzt nicht verkaufen wollte. Das Gewehr habe ich verkauft. Das eine und die Gillies und sowas. Das seht ihr dann halt in dem einen Video. Und so weiter und so fort. Ne, ich habe eine Axt gebaut, einen Pfeil und Bogen habe ich mir nochmal gebaut, weil ich im Bunker wollte. Und dann habe ich auf dem Dings geguckt da unten und meine Facecam ist nicht richtig gedreht. Eine Sekunde. Transformieren. Vertikal. Ich drücke immer vertikal. Ich weiß doch, was ein Horizont ist. Mann!
Ich bin nicht so verpeilt auf den Rettungswagen, ehrlich nicht. Transformieren, nochmal vertikal. Horizontal. Der Horizont ist das hier. Das ist der Horizont. Warum mache ich denn immer vertikal? Das passiert mir immer und immer. Transformieren. So. So bin ich auch wieder richtig rum. So, gut. Verpeilt wieder, ne? Verpeilt. Aber das behalte ich auf jeden Fall, den Spaß. Wie gesagt, ich wollte eigentlich in einen Bunker gehen. Und zwar im Snowbiom. Und wie gesagt, das hier ist nicht die feste Behausung von Steffi. Ne? Das ist nicht die feste Behausung. Das ist erstmal nur, damit wir beginnen können mit den ersten Spielern. Ihr könnt jetzt nicht bauen, weil es eine blöde Fahne da gibt. Ne? Das ist das Blöde. Ich weiß nicht, ob ich die abreißen sollte. Da dürfte dann natürlich auch dann bauen. Ne? Wenn ich es abreiße, ist aber das Problem, dass ein anderer claimen kann. Dementsprechend plane ich heute um 18 Uhr auf dem Server zu kommen. Da ist vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch online. Und einmal umsetzen. Ich sitze mal am Schneidersitz. Und dann ist dann können wir hier erstmal die ersten Squad-Einladungen machen im Team Steffi. Ich bin ja noch ganz alleine. Und dann werde ich einen zum General befördern hier, der auch einladen darf. Das heißt also, es gibt keine Regeln, wer mitspielen darf oder nicht. Wer mitspielen will, kann mitspielen. Alle kriegen Bauberechtigung und dürfen, also die bauen wollen, und dürfen das hier natürlich auch abreißen und neu bauen, etc. Ne? Wir haben auf jeden Fall ein großes Gebiet, was wir bebauen dürfen. Fahne. Ne? Also da bis in den Wald rein technisch und diese ganze Wiese. Also hier werden wir wahrscheinlich genug Platz haben. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Ne? Gut, Plan. Will ich weiterhin durchziehen? Oh, ein Airdrop. Ich habe aber nichts zu knacken. Dieser Bunker soll es heute werden. Da laufen wir über die Stadt, über die Satellitenschüsselanlage, was auch immer das ist, in den Bunker. Was haltet ihr davon? Ne? Noch bin ich alleine und das soll sich ja ändern. So, im Schneebiom wird es auch nicht mehr so warm sein. Doch jetzt habe ich noch den Ring. Das ist mir noch nie passiert, dass OBS sich zweimal geöffnet hat. Das war halt, mein Monitor oben geht nicht mehr an. Er sagt immer, keine Verbindung. Ich muss das mal an meinem Computer checken. Aber Stecker steckt. Ich schalte ihn nochmal an. Der geht auch gar nicht an. Vielleicht ist der Stecker nicht richtig an. Na, keine Ahnung, ist auch kaputt. So. Bei mir ist momentan nicht so viel Glück. So, ich werde erstmal pausieren, solange wir dahin latschen. So, ja, Medizinthemen, ne? Das ist nochmal als Thema. Was ihr gerne hören wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Wie zum Beispiel, hast du schon mal so, hast du schon mal das? Ne? Das dürft ihr mich gerne fragen. Ich darf Einsätze auch erzählen. Ich darf nur keine Namen, Adressen etc. Das ist die Schweigepflicht, die wir haben. Ansonsten darf ich ganz viel erklären und erzählen. Das ist alles gar kein Problem. Ne? Eine kurze Pause. Ach, ich kann mich auch mit X legen. Und dann sehen wir uns gleich dahin. So, meine Lieben, wir sind jetzt Richtung Dorf. Da können wir ein bisschen Unsinn stiften. Ich hoffe, wir finden ein bisschen was zu knacken. Ich muss das checken. Die kann weg. Die Melee-Waffe nehmen wir mal hier. Wir haben ja einen Pfitzebogen gecraftet in der Nicht-Aufnahmefolge. Obwohl, die ist aufgenommen. Und ihr findet sie natürlich dann in der Beschreibung. Wenn ich das also hinbekomme. Gebt mir Werkzeug. Gebt mir Knackwerkzeug. Bitte. Ich will nur ein wenig knacken. Nicht kacken, ich will knacken. Eine wunderschöne Wollmütze. Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Also leer. Da wird irgendwo einer erschossen, habe ich gerade gelesen. Moin, dein Zeug kannst du dir holen. Hab's nur den Dreher genommen. Bin zu weit im Norden. Kannst alles nehmen. Ach, guck mal, sind die lieb. Weit im Norden? Verdammt, ich bin auch weit im Norden. Also mittig. Eine Jacke. Dann brauche ich nicht. Das ist dasselbe. So. Was ist das? Eine Nägel. Nägel brauchen wir. Für mein Bett. Nixe-Knack-Werkzeug. Eine Nadel. Bolzen will ich nicht. Nicht einen einzigen. Das ist immer blöd, ne? Wenn man knacken will und man hat nichts zum Knacken.
Die blöden Dreher sind aber auch Mangelware, ey. Das ist echt hardcore. Naja, hier würde ich Müll finden. Noch nicht mal. In dem Müll ist nicht mal Müll. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Nur so aus dem Kontext heraus. Naja, vielleicht finden wir hier eine schicke Hose. Und was bist du? Eintopf. Findet man scheinbar jetzt auch überall. Wo bist du? Zeige dich. Ich höre dich. Oh. Mit hinter mir hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zwei. Fuck. Der Dürre ist weg. Oh Mann, der wird bestimmt schnell geschossen. Immerhin haben wir Pfeile gespart. Noch eine Nadel. Ach, ich nehme die mit. Ich mache gerne Nähzeug. Ein Fluppen hat er auch gehabt. Aber ein Kochbuch für Eintopf. Cool. Waren wir es da drin oder nicht? Nur halb. Wow, was ist das denn für ein Messer? Sieht irgendwie anders aus, ne? Vielleicht ist das ja voll stark. Ein richtiges Küchenmesser. Dessen. So. Und wie gesagt, ich habe die Sachen ja verkauft beim Händler. Da habe ich dann ja 8.900 Scammis verdient. Noch eine Werkstatt. Wenn wir da mal kein Glück haben. Nägel, ne, habe ich schon so viele jetzt. Bleiplatten. Ein Sack Kohle liegt da rum. Ah, geil. Immerhin zwei. Nur schon mal zwei Fächer öffnen. Müll. Nichts. Wieder nichts. Und Schloss. Schlösser sammle ich nicht. Man findet ja fertige ja komplett schon. Da brauche ich dann nicht großartig. Eine Gießkanne. Prüfe. Ja, wenn es Prüfen steht, ist es immer leer. Aber ich glaube, ich muss Pipi. Auf offener. Nein, sie muss Kacke. Das machen wir nicht hier. Schön. Safe in der Garage scheißen. Warum muss ich auch brechen? Was hat sie? Boah, vier Blutungen. Ich habe mir einen frischen Kaffee gemacht. Erste Kacke in der Staffel. Blutdruck. Alter Schwede. Kaffee ist heiß. So, da liegen die Würste, die frischen. Das tut weh. Ich setze mich so doof immer hin. Noch mehr wäre geil. Öffnen. Was ist das denn? Arbeiterhose, die hat viele Slots, ne? Die Motorradhose hat so viele und die Arbeiterhose hat so viele. Dann nehmen wir doch die Arbeiterhose, ne? Style-Faktor spielt auch keine große Rolle. Ach komm, jetzt ist aber gut mit den Nadeln. Ah, ich nehme die mit, die isst ja kein Brot, ne? Komm. So. Sich da? Bolzen. Zwei öffnen. Ja, gibt's ja noch mehr, oder? Hier war da auch noch mal ein seltsamer Schuppen. Oh, das ist eine Bar. Irgendwie vermisse ich die schlafenden Zombies. Ja, hier ist nicht viel zu holen. Nee, Gewürzmischung. 45er Munition ist ganz gut. Wir haben eine 45er und Klebeband. Ich nehme das mal mit. Ich will ja gerne noch mit einem Rohr noch ein Scope bauen. Ihr wisst, das hässliche Scope. Ist keine Kasse hier? Doch, da ist offen. Mal der Diet.
Kleiner Lump. Naja, dann geht's mal in der Polizei. Jetzt wahrscheinlich die Tasche wieder so voll haben, weil ich ja auch keinen vernünftigen Rucksack habe, ne? So, irgendwo werden schon. Die Triche habe ich ja. Wo ist er? Oh, schon wieder hinter mir. Die ist verdammt schnell, ne? Die ist echt schnell. Boah, ich habe so einen Bock auf YouTube wieder, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Monat Entbehrung war so hart. Ich hätte ja aufnehmen können. Ich hätte ja spielen können, ne? So mit Dings, mal sowas mit sicherheitshalber. Und schon mal im Voraus aufnehmen. Aber das wäre alles irgendwie, das habe ich noch nie gemacht. Und da würde ich nur durcheinander kommen. Konnte ja nicht hochladen. Da haben wir zum Beispiel ein silbernes Schloss. Mit 100% Messer nehmen. 4. Mal testen. Das müsste ultra schnell sein. Wo will er hin? Aua. Ich hab eine Horde getriggert. Das ist überhaupt nicht stark. Wo kann man sich in Sicherheit bringen? Ein Zombie? Ey! Wollte klettern. Oh nein, jetzt humpelt's auch noch. Ich werde sterben. Zweite Folge gestorben durch eine Horde. Und die war auch noch mini winzig klein. Naja, wir landen dort. Da kriegen wir unsere Leiche wieder. Gut, dass ich schon Talas eingesammelt habe, ne? Zufällig kostet 10 Scummies? Was, wenn ich 0 habe und am Anfang sterbe, komme ich dann nicht mal auf den Server? Na komm, mach doch da. Oh, wo werden wir landen? Da will ich hin. Da ist die Radarstation. Glaube ich. Das Dorf sehe ich nicht mal. F. Man sollte viel früher F drücken können. Da ist die Radarstation. Doof. Ich ärgere mich. Wisst ihr, das ist. Die hat ja so viele Tage jetzt überlebt gehabt, Mann. Da will ich noch landen. Und dann noch zum Bunker. Eigentlich jetzt schon ein großes Unternehmen, ne? Ah, die Horde war ja mini winzig, ne? Aber guck mal, meine Ruhmpunkte. Ja, aus was Schlechten entsteht manchmal auch was Gutes. Wie weit bin ich jetzt weg? Ach guck mal, sind ja fast da. Mal ein bisschen Glück gehabt. So. Und es geht bergab. Sollen wir Nude machen? Nude-Mod? Zack. 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 Oh ne, das ist zu Nude. Zack. 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 Woo! Ja, Lebenszeit. Immer noch. Hä, Lebenszeit? Ich dachte, das wird resettet. Aber 2 Minuten 40. Seit Charaktererstellung ist was anderes. Okay, habe ich noch nie raufgeguckt. Erste Mal. Hallo Dorf, mir ist kalt. Wo sind meine Sachen? Wo waren wir denn? Wir waren doch gar nicht in der Polizeistation drin, ne? Und im Supermarkt haben wir die Horde getriggert. Ist er noch da? Nee, ne? Da liegt sie, die Arme.
Mach ich's immer nackig. Tittenwarnung. Socken? Nein. Schuhe weg. Schlüpfer. Tauschen. Schlüpfer weg. Alter, ist alles im Arsch. Warum kriegt man so feste Dresche von dem? Auch ein ziemlich starker Zombie dabei, ne? Gut, dass ich so viel Nähzeug habe. Mal besser hier zu reparieren. Das Shirt lassen wir jetzt mal. Unterhemd hat er eh nix. Bevor wir die Slots flöten gehen, ne? Volle Konzentration beim Nähen. Was ist das da? Achso. Ich finde noch das Rohr. Habe ich schon mal einmal gefunden in der ersten Folge, aber. Aber nicht mitgenommen. So, dann haben wir alles repariert. Axt Billy. Hat mir nicht viel geholfen. Dürfte jetzt ja nichts triggern. Aber hier war auch noch was, ne? Waren wir ja schon drin? Nee, ne? Uns geht's wieder Bombe. Wir sind da wie neu. Da liegen Samen, das sehe ich schon. Tütchen Tomatensamen, nehme ich mit. Ein Gärtchen will ich auf jeden Fall haben. Das ist so ein Feature im Spiel, was ich mega feier. Gärtner. Geil. Jetzt haben wir vier Möglichkeiten zu öffnen. Wenn ich Dietrich hier finde. Denn? So. Bauchtasche haben wir schon. Eine braune. Akku. Hier sind vier. Ist ja geil. Genau vier Haarklammern. Hoffentlich schaffe ich es auch. Crafting. Dietriche. Wo haben wir denn hier so ein Dietrich-Ding? Wir müssen mal was machen. Jetzt mache ich es auch mal. Ist die dritte Folge heute. So. Sternchen setzen. Also das machen wir ja sehr oft. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir das immer direkt hier drin. Ne? Das wird sich so in der Zeit jetzt ergeben. Eine Batterie lassen wir liegen. Ist ja immer noch warm. Ah, wir waren schon in der Polizei. Stimmt. Wird ja oben looten. Oh, ein neues Magazin. Einkassieren. Die Hose lege ich weg. Die hat auch nichts mehr drin, ne? Ja. Oh, sind noch zwei Fächer drin. Dietrich hatte ich doch, ich Depp. Hab ich doch sogar gesagt. Naja, egal. Das war jetzt halt Glück. Shit. Das ist kein guter Loot. Aufsetzen. Zu verkaufen, ja. Nee, das Gummi zählt gerade. Vor allem Ruhmpunkte zählen. So. Da. Geizige Gefangenen hier. So, jetzt dürfen wir noch zwei öffnen und das machen wir unten. Lust hat sie aber.
Ich muss überlegen, ob ich das abbrechen wollte, aber wir haben ja noch den anderen Raum. Ist eigentlich ja scheißegal, welche wir knacken, oder? So. Dreh alle futsch. Nochmal ein M9-Magazin. Auch gute Munition, ne? Das war's mit dem Kacken, Knacken. Ja, auf zum Bunker, würde ich sagen. Tasche ist rappelvoll. Aber wir können auch ordentlich was mitnehmen. Können ja auch noch Sachen weglegen. Quatsch, ist ja schon automatisch für 2. So ein Scheiß hier, ne? Naja, alles Verkaufsgut, ne? Ich will ja danach sofort zum Händler marschieren. Sind wir davon... Packt mal die Magazine in einer Reihe. Aber wenn schon schön. Yoga Leggings. Das Messer ist Käse gewesen. Eine Gewürzmischung brauche ich auch nicht. Das will ich behalten. Wisst ihr was? Scheiß auf die Yoga Leggings. Ne Quatsch. Können wir vielleicht zerlegen, falls ich wieder verletzt bin. Die Nägel brauche ich, die Karte. 9 mm habe ich, kann ich rein technisch wegpacken. Genauso wie die 45, aber die brauche ich in dem Magazin. So gut, auf und davon. Der Bunker ist nicht weit weg, da brauche ich glaube ich keine Pause machen. Schwer bewaffnet mit dem Flitzebogen in den Bunker. Kommt eine Horde. Bin ich am Arsch. Dann bin ich voll am Arsch. Und meine Tasse verändert die Farbe, wenn sie warm wird. Oben ist sie kühl, weil da kein Kaffee drin ist. Und unten ist heiß, da wird sie weiß. Hat mein Sohn mir zu Weihnachten geschenkt. Warum haben Kinder eigentlich immer so interessante Weihnachtsgeschenksideen? Ich habe meinem Papa immer Autowaschmittel gekauft. Ich glaube, der hat sich niemals darüber gefreut, aber immer nur so getan. So, Nord. Wir laufen direkt nach oben. Ach, ist sehr anstrengend hier. Nochmal Auto laufen. Gut, wir sind bei einer halben Stunde jetzt. Ich ärgere mich ein bisschen über die Aufnahme, dass sie so versaut war. Aber wie gesagt, die kommt als nicht gelistet. Mit in der Beschreibung oder in den Kommentaren mit reingepflanzt. Da könnt ihr euch das dann angucken, wie ich das gemacht habe, damit ihr seht, ich habe nicht gemogelt oder sowas, ne? Aber die Polizei, die fährt immer viel zu schnell. Muss ich sagen. Also die müssen ja schnell fahren, ist klar. Aber was die hier vorbeipfeffern. Wo müssen wir hin? Ich finde den Ort nicht. Nein, Quatsch. Wir müssen vorher mal eine Pause machen. Falls ich wieder... Schlägerei ab. Warum schwitzt sie denn im Schneebiom? Warum habe ich da nicht so ein Männershirt angehabt? Brauche ja 4 Slots. Einmal schnell hinlegen. Ist eine geile Location. Definitiv. Und der Bunker. Ich habe gerade den Bunker gesagt. Ja, ne? Der ist natürlich das da unten. Und wie gesagt, nicht vergessen, 18 Uhr Treffen an meiner Bude, am Steffis Community-Bude. Wer mit der Steffi einen Squad will. Wenn es nur 3, 4, 5 Mann sind, bin ich schon happy. Auch bei einem bin ich schon happy. Ich nehme das nicht auf, außer es stehen ganz viele da. Sonst wird es mir zu peinlich. So. Da haben wir ja auch einen so einen ovalen. Oder nicht hoch? Nirgendwo. Naja, viel schieflaufen kann ja nicht mehr. Wir sind ja schon gestorben. Hier kommt außerdem das Bild her. Aus der Anfangsszene, mal wenn ich die Folgen starte. Da, Handschuhe. Ah, so ein Rohr wäre geil, ne? Viel zu ruhig. Huh.
Kantinen. Aber was für Suppen da drin? Aber in der Kantine wird was sein. Prüfen, leer. Die von irgendeinem YouTuber? Eine Nachricht? Ein Zippo? Auch mal für den Flammenwerfer? Oh, ich erinnere mich gerade an meine Waffenkammer. Nach Bolzen brauche ich jetzt noch nicht. So, wenn hier nicht Happa Happa gibt. Den weiß ich auch nicht. Ein Brettchen. Nochmal dieses coole Messer, was nicht funktioniert so gut. Wir haben eine Schutzmaske auf, ne? Kann man die eigentlich reparieren? Nee, nur mit Werkzeug. Ich bin auf jeden Fall sehr allein. Ach nee, das ist gar kein... Hier gibt es Militärkram, wenn man Glück hat. Mützen. Meine Uhr schlägt immer vor meinen Tassengriff. Och, was habt ihr denn mit euren Mützen immer, ey? Oh, komische Einheit gewesen hier, ne? Die Mützeneinheit oder so. Das können wir mal tauschen, ehrlich gesagt. Dann sehen wir da ein bisschen moderner aus. War auch leer. Also mehr Militär. Oh, mein Nähzeug geht langsam zu Neige. Da liegt noch ein Helm. Ein Cowboy-Hut, warum auch immer. Helme kann man verkaufen. Und eine Runde duschen können wir auch. Gartenhacke? Jo. Da tue ich mein Inventar aber jetzt nicht mit füllen. Geil, ein Schleifstein. Und der ist sogar richtig fit mit 98. Ich sehe keinen Zombie. Ich habe schon ein bisschen Schiss vor dem Bunker, muss ich zugeben. Lahmes Messer. Kekse. Ja, klar. Was sagt denn mein Stoffwechsel jetzt wieder? Wollen wir alle Kekse essen? Ich darf den nicht vergessen, ich darf den nicht vergessen, ich darf den nicht vergessen, ich darf den nicht vergessen. So, Futter ist in ihr drin. Gute alte NATO-Kekse. Oh. Für Slots hatten die. Der Arbeiterhose hat mehr, oder? Nein. Wir werden militärischer, Leute. Wir sind schon, also für die Schneegebiete sind wir einigermaßen getarnt. Weil mit Helm und so. Was? Für die geile Westen gibt's denn das mittlerweile. Wo sind die andere jetzt? Hattet ihr jetzt beide an? Da? Und da? Hä, wie sieht die denn aus? Ja gut, mit den Patches tun die manchmal was verändern, ne? Ganz normale Weste. Und dann wundere ich mich gleich wieder, warum ihr warm wird. Oh, jetzt haben wir wieder schön Slots. Prügelschutz, alles. So. Ja, warum habe ich denn Kopfschmerzen? Ich habe so gut geschlafen.
einfach rein im Inventar. Wird eh alles verlieren, wenn ich im Bunker bin. Sehr optimistisch. Na gut, Verkauf, ne? Bin ich jetzt mal reingekommen, dann können wir da auch wieder rausgehen. Da ist noch ein bisschen Militär. Zivil. Wow. Die Ausbeute ist gigantisch. Eine Mütze ist hier drin. Ich muss sie reparieren. Wir brauchen mal so ein Repariertool. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht gefunden. Einmal, glaube ich, und nicht mitgenommen. Carbon Hunter Magazin, M1 Magazin. Wie geil ist denn das? Ist noch Käse? Scheiße, ey. Wenn ich jetzt schon so viel Zeugs hab, muss ich erstmal zum Händler, aber ich habe ja gar keinen Platz mehr, um irgendwas zu verstauen. Das ist das Problem. Na, aber die müssen auch repariert werden, die Kackdinger. Müssen wir mal ein bisschen suchen, ja. Da ist ja noch ein Häusle. Ups. Da wird jetzt keine Reparaturzeugs drin sein. Nicht bei meinem Klug. Das können wir zum Knacken benutzen. Was denn? Alter. Knacken hoch 10 hier. Aber man kann ja auch im Bunker Glück haben zum Reparieren. Ne? Reparierto kaufen kann man rein technisch ja auch. Finde ich aber blöd, weil man die ja finden kann. Ne? So, der Bunker ist direkt da. Soll ich so jetzt im Bunker gehen? Einen Helm auf der Glatze. Also wir können das Ding ja noch wegwerfen im Fall der Fälle. Boah, ich will jetzt ein paar Talas verdienen und ich brauche Ruhmpunkte. Das ist ja eher wichtiger als Geld aktuell, weil wir kommen ja sonst nicht an den Fahrzeugen dran. Also bei dem Händler war ich ja schon, wie gesagt, in der Aufnahme, wo OBS zweimal gestartet ist, da war 80 für die kleine Satteltasche fürs Motorrad und 70 Ruhmpunkte nötig für den Kauf des Mopeds, ne? Und das ist ja auch nicht umsonst, ne? Aber wenn ich das jetzt alles verliere, aber es ist nicht repariert. Ist das doofe? Da oben ist der Bunker. So, Auto laufen. Erstmal ganz kurz zu den Schuppen. Den da. Mach mal Pause, damit wir nicht so lange nichts machen. So, ich bin am richtigen Ort und bin schon ein bisschen umstecken. Kann man ja wieder rausnehmen, wenn man so woanders haben will. Ist ja alles gar kein Problem, ne? Bing. Kaffee. Zwei volle Pistolenmagazine. Vielleicht finden wir eine Pistole. Das wäre ganz cool. Knackwerkzeug habe ich leider nur das Ding hier. Das können wir rein technisch da reinstopfen. Wieder ein Slötchen frei. Das stopfen wir nirgendwo rein. Schlauer wäre gewesen, das hier da reinzustopfen. Ne? Aber die kann ich auch nur mit diesen Upsa Repariertool. Mein Gott, Map. So. Auch einen großen fucking Rucksack. Aber vielleicht finden wir einen. 40 Ruhmpunkte schon.
Hallo, einer zu Hause? Hier ist ja ein Pantoffel. Guck mal, gefunden. Zum ersten Mal. Und Scummies. Tausche ich aber nicht gegen die Militärboots aus. Die halten einfach länger. Ein wunderschönes Küchenmesser. Was sagt mein Hunger und Durst? Durst riecht es aber ganz schön. Sollte vielleicht so gucken. So. Nagel. Bringt mir nichts. Was ich da? Nagel. Nichts. Was denn? Tabaksamen. Ich nehme die mal mit. Der gute Tabakhandel. Das ist aber nicht die Hütte, wo ich hin wollte, ehrlich gesagt. Der Bunker. Ja, die Hütte ist im Norden. Da ist der Bunker oben. Verzeiht mir, wenn es heute ein bisschen länger geht. Wir müssen danach auf jeden Fall noch zum Händler, wenn ich mein Zeugs da drin nicht verliere. Zu Hause spawnen kann ich nur, ja, grob. Lauf, Forest, lauf. Ich hoffe, ich bin hier alleine. Kackbolzen. Aber Bolzen und Nägel, da kann man so ein Repariertool selber bauen, ne? Ich gehe davon aus, dass wir im Bunker genug davon finden. Und eine Axt habe ich. Die hoffe ich dann nicht mehr hab gleich. Und dann einmal an den Mech vorbei. Aber wir sind ja mega kugelsicher, ne? Der kann uns ja hier gar nichts mehr tun. Unser Militärsteffi. Voll militärisch bekleidet. Warte mal. Du hast es ja eigentlich im Schneegebiet gar kein Problem. Aber ist egal, wir finden da schon mal drin. Mann, der ist so groß. Der sieht dich doch hier fast schon drüber, ey. Holz. Können wir den ablenken? Schlechtester Zeitpunkt reinzurennen. Teste mal was. Der reagiert da drauf, geil. Oder der geht seinen ganz normalen Weg. Nö. Das ist ungesund. Und die gehen so weit auf. Schließen, schließen, schließen. Oh, hallo. Triff mich nicht. Aua. Nach unten kämpfen ist scheiße. Da, ich hatte sich gespawnt. Arsch. Hat er wieder kaputt gemacht. Ein Dietrich, ein Schraubendreher. Soll es nicht rennen? Ganz gemütlich hier durchmarschieren. Sind mir jetzt schon zu viele Zombies hier, ja? Schitte. Habe ich glaube schon gesammelt, ne? Muss stecken. Armbrustbolzen will ich nicht. Noch eine Kiste, ja. Gut. Mann, die Axt ist gut. Braucht halt ein bisschen, ne? Katana ist natürlich 1000 Millionen mal besser. Oh.
auf dem Schirm gehabt. Aber die geht doch kaputt. Ein Auge. Ja, ich glaube, die hören mich auch suchen, ne? Sehe kein Zombie. Ein lächerlicher Rucksack. M16 Munition oder MK15. Verkaufwert hoch. Ich brauche aber mehr Rohpunkte. Scheiße. Nutzen ist ja momentan ganz angebracht. Gegessen haben wir jetzt, ne? Kekse. Will ich nicht, will ich nicht. Ach. Nein. Na egal, kann ich später aussortieren. Wenn ich noch lebe. Dieses Fernglas, was jetzt ja eine Zoom-Funktion hat, das ist ja auch relativ neu. Vor dem Patch. Ja, zeitlich sind wir ganz gut bei. Ah, ich mach zu. Die klopfen nur an, dann weiß ich jetzt, wo sie herkommen. Ah, der geile Raum. Der Room of the Room. Ich lass die mal auf, dann weiß ich, dass sie daher kamen. Kannst du auch Knackwerkzeug finden? Das ist doch... Naja, was ist das denn wieder? Für... Die K98. Ach du Scheiße. Nein. Hab ich denn irgendeine Sicht auf die? Ohne, dass sie mich sehen? Mann. Schöne Headshots geben. Hä? Nimm doch den Pfeil. Friere ich? Was? Wo war der denn jetzt hergekommen? Alles, nur keine Horde jetzt. Aua gemacht, ganz feste. Fucking Infektion. Kein Knoblauch aktuell. Fängt nicht gut an. Also nicht zu gierig werden. Schnell wieder weg. Noch einen erledigt? Habe ich jetzt alle nackig gemacht? Nichts drin. Ein Pfeil, der daneben ging. Was ist denn mit der Kackmunition los hier? 45er, tonnenweise.
Oh, ich sehe nichts. Also daneben gegangen. Oder unten gelandet. Wow, noch ein Bimmstein. Sag, wie viel passt denn in mir rein? Na, das können wir eigentlich auch verkaufen. Das sagt nicht zu gierig werden. Nein, kann man nicht durchsuchen. Dann schnurstracks wieder raus, ne? Ist gar nicht so. So viel Plan. Schon an. Da sind noch zwei Behälter. Im Bunker sterben ist immer richtig mies. Da mit leeren Händen da reinzugehen, ist immer extrem doof. Armbrustbolzen. Schon wieder ein 45er? Soll ich denn mit, wie viel soll ich denn erschießen? Ein Magazin, verliere ich HP? Überhitzung. Was mache ich denn da? Was ist denn alles in diesem Pulli drin? Ein Helm. Den habe ich aber leider keinen Platz mehr. Müssen wir mal aussortieren, ne? Was nicht mehr rein. Aber dafür die hier. Etris. Nägel finde ich schon. Das ist kein Problem. Kann man ja auch selber bauen mittlerweile. Und weg mit der Hose. Ich will den Helm halt behalten, das zum Verkaufen. Der wird nicht viel bringen. Was bimmel ich denn hier? Eine Sekunde. Immer so nette Nachrichten, dass ich wieder online bin. Mit einem Bolzen. Oh, guck mal, da war Hunter-Munition. Die ist auch nicht mehr so häufig. Wo ist er? Habe ich den nicht schon? Ein Motorrad werde ich mir da lange nicht leisten können. Da hapert es am Ruhmpünktchen. So wichtig. Alter, 9 mm schon wieder? Wo packt die das alles hin? Boah, den hätte ich in der letzten Staffel gebraucht am Ende. Steffi war so verseucht. Ich habe die lange, lange am Leben gehalten beim Gärtnern. Mein lahmes Internet. Nö, das ist mir zu weiß. Ein blauer Schlüppi war das, glaube ich. Ich glaube, das sind Sackgassen, ne? Nee, hier geht's zu dem Militär. Oh, da liegt ein Rucksack. Ob ich den Sprengi aus dem Weg gehe. Wir sind sehr gut geschützt, aber. Ja, wir haben super Tarnwerkzeug jetzt. Also Schneetarn an, ne?
Ja, der muss ultra nah sein. Entweder ist er über mir. Oh, ich habe einen Schaumdreher. Das dauert relativ lange und das Ding geht kaputt. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr explodieren von alleine. Alter, ich verliere immer noch HP. Was ist denn los? Erschöpfung, Überhitzung. Oh Gott, ich muss irgendwas tun. Ich wollte den Pulli wegwerfen. Brechen wir mal kurz ab. Einen dicken Winterpulli raus. Hab ich den? Ja, da war's. Da geht es auch schneller, also man fängt nicht von vorne an. Überhitzung ist immer noch da. Aber die blutenden Verletzungen werden mich gleich heilen, oder? Wir sind auch im Schneebiom hier, also das kann doch nicht heiß sein. Das geht gefühlt nicht schneller. Der ist über mir. Der ist über mir, der tut mir nichts. Leider sehr, sehr, sehr kaputt. Na, Ersatzrucksack. Wie viel habe ich denn noch? Die Sachen gehen ja kaputt durchs Knacken. Ich hoffe, dass ich in irgendeinen Gang jetzt. Da muss ich ganz vorsichtig rausgehen. Ach Mann, diese Scheißsprengis. Und dann geht's zum Händler, der ist ja direkt im Eck. Oh, hält aber gut aus. Wir haben sogar ein Magazin dafür, ne? Aber die ist nicht so gut in Schuss. Muss man direkt fertig laden. Nimmt ja, glaube ich, 45er, ne? Heißt ja UMP 45. Ich bin so schlau. Ich bin das, dass ich morgen wieder arbeiten, nur zur Info. Aber nur 12 Stunden. Das muss einen Mordskrach machen da drin, ne? Jetzt können wir noch Sachen in diesen scheiß Rucksack packen, das geht auch. Dann haben wir wieder Doppelplatz. Das dauert ja 100 Jahre, ey. Vielleicht ein bisschen was ausziehen. Aber Gesundheit läuft wieder, ne? Überhitzung C2. Ja, 54. Dann wird nämlich dann auch bewusstlos, ne? Das ist die Gefahr. Geil. Mal alles reparieren im Endeffekt. Das passt ja nicht rein. Bin ich erschöpft. Schieben geht nicht. Und da war ich noch gar nicht dran, an den ganzen Kisten kam. Mach mal Pause so lange. So, habe ich euch das mal erspart. Und was wir da drin zerstört haben. Alter. Ich weiß, warum das nicht gepasst hat. Der ist kaputt. Ja.
Das ist schon mal geil, ne? 45er tonnenweise Moon, wo bist du? Oh, bewusstlos. Wir fallen auch einfach mal tief bergab. Aber wir landen wieder da, wo wir waren, glaube ich. Magazin, da ist es noch. Wir müssen uns irgendwie die Maske ist so heftig, glaube ich auch, ne? Was habe ich denn dickes an? Socken? Überall was drin, das ist das Blöde. Wir müssen uns irgendwie... Da! Überhitzung geht weg. Auch damit? Wenn ich hier wieder anziehe? Ja, alles gut. Quatsch. Timmy im Denkmodus. Habe ich lieber einfach die Ansicht. Das breites Magazin. Oh, dieser Piepende, der geht mir so auf den Sack. Ich fürchte mich. Ich gehe jetzt zum Händler. Wow. Was war dran? Nichts. Stichschutzweste. Da wird mir nichts viel bringen. Hunger? Wo ist Tatze? Total leise, hört er? Also der ist nicht so nah. Der muss oben sein. Gib doch mal was zu trinken, du Geizspiel. Nur so eine doofe Messer hier. Da oben ist er. Oder da drin. Er wird langsamer. Ich glaube, es langt, ne? Gier bringt dich in den Tod. Wo bin ich reingekommen? Da hinten. Habe ich noch Platz für so ein Fernglas? Nö, schade. Das kann ich nicht reparieren. Doofe Größen, ne? Boah, wir könnten sofort losballern. Müsste jetzt auf Einzelfeuer stehen, ne? Ja. Hier waren wir ja schon dran, ne? Ja. Das ist der Ausgang. Hört er den? Lacher? Ego. Ego spiele ich voll ungerne. Hier gibt's doch so viel. Da ist er. Irgendwo. Jetzt nicht ballern. Wir sind hier kein neuer gespawnt. Kann mir nicht Zombies unten Mechs anlegen. Kommt wahrscheinlich hier direkt jetzt zu mir.
Ja, war klar. Hier weit weg. Ja, das ist leicht. Da hat mich, aber... Denen kommen wir mit links. Oh. Volle Tasche, Leute. Volle Tasche. Aber scheiß wenig Ruhmpunkte gemacht. Oh, ich habe den Rucksack liegen lassen. Mit dem Material drin. Ich Depp. Ich kann hier nochmal reingehen und holen. Das schaffe ich nicht. War da was Wichtiges drin? Ja, da war eine Waffe drin. Ah, die waren alle eh im Arsch. Scheiß drauf. War alles nicht so dolle. Hätte ich ja auch den Bogen wegtun können. Die Axt. Hätte ich das alles dahin stecken können, ich Trottel. Naja. Mal gucken, ob sich das lohnt, ein Repariertool zu kaufen. Weiß nicht, wie teuer die sind. Man kann ja selber bauen mit Nägeln und Bolzen. Mal ein paar Steine finden, ja. So schön eine Zielscheibe abgeben hier. Guck mal, wie viele Munition wir haben. Waffen kann ich nicht verkaufen. Sind einfach zu kaputt. Ein schönes Eckchen bis zum Händler, ne? Pause. So, Brücke erreicht. Händler ist vor unserer Nase. Bei dem war ich heute schon mal. Das ist eine lange Scam-Folge so, ne? Scheiße. Also ich habe erst gedacht, ich renne jetzt nach Hause und lagere das ein, repariere das und verkaufe das dann. Aber da die so schnell K.O. geht, würde ich ewig brauchen, bis ich zu Hause bin. Das wäre blöd. Ich könnte mich ja teleportieren, aber das ist ja unfair. Ne? Ich bin zwar komplett in der Safe Zone und kann eigentlich nichts passieren auf dem Hauseweg, außer Zombies oder Bären oder Krokodile oder Elefanten. Nein, Quatsch, ich gibt's ja gar nicht. Aber das wollte ich jetzt halt nicht riskieren. Ne? Jetzt wollen wir mal schauen, was der Hampelmann mir überhaupt gibt für die paar Klamotten. Pfeile kann er haben. Also erstmal wollte ich gucken beim Kaufen, bei sonstigen. Ja. Ach, das ja, hat das Repair Set für Waffen. 8000. So viel habe ich ja gerade mal. Ist er denn bescheuert? Der General Gotz, den muss ich mir mal anschauen. Wo ist denn der wieder? Mann. Ach, ich habe keine Kopfschmerzen, bitte. Ja, super ätzend. Welcome, welcome. 1300 für eine. Und ich habe der Helmut. Er verbraucht schon die Hälfte. Die Maske. Ja, ja, ich habe eine Maske verbummelt, ne? Nicht gut. Was willst du überhaupt kaufen, du Sack? Tütchen Samen, Kochbuch kauft er. Will ich nicht verkaufen. Ach, das ist dumm. Schlafstein ist voll nichts wert. Habe ich auch einfach schon. Ne, da unten. Nadeln sind nichts wert. Munition ist der Händler für einen anderen. Naja. Ich komme nicht so auf den grünen Zweig, muss ich sagen. Ja, das kann der haben. Den nicht. Ach,
komm, Pfeile für die paar Peanuts. Die gibt mir auch gar nichts dafür. Aber mich ärgert, dass ich den Scheiß liegen lassen hab, ne? Der will ja gar nicht. Der bringt ja überhaupt nichts, der Pellemann hier. Kann ich nicht raushauen. Was markiert denn der hier alles? Ach, weil ich es mir angeguckt habe, oder was? Was hat er noch? Nur das ist ja in Ordnung. Aber der kauft Munition? Was macht er das denn? Er gibt mir wahrscheinlich viel zu wenig dafür. Wo ist die doofe Leuchtspur da? Falsch! Es ist mir zu teuer. So ein Repariertools findet man. Auf dem Rückweg werden wir mit Sicherheit welche finden. Was haben wir denn in der Nähe hier eigentlich? Gar nichts, ne? Hier ist ein Dorf. Das ist ein schöner Airdrop. Da ist ein Dorf, aber das wäre natürlich näher. Wo man dann mal vielleicht ein Rep-Tool finden könnte. Dann verkaufe ich jetzt das, was ich mitschlepp. Warum habe ich den Rucksack denn liegen lassen, ich Depp? Oh Mann, warum bin ich immer so verstreut? Stichschutz kann er haben. Messer kann er haben. Geld. Das kann er auf jeden Fall haben. Guck mal, wie viel wert das ist. Eine Vierschuss. 9 mm. Leuchtspur. Taschenlampe. Pfeile sind nichts wert. Die behalte ich. Die kann der haben. Und wir verkaufen die auch, weil wir so viele gesammelt haben. Die kann der haben. Die Maske. Den Helm. Das Ding hier. Wie viel 9 mm habe ich denn? 45er hier weg damit. 20 mal 9 mm. Da muss man genau gucken, was man verkauft, ne? 220. Die Waffe habe ich ja noch nicht mal, also weg damit. Was habe ich denn da gesammelt? Weg damit. Weg damit. Messer. Na. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen soll. Das ist mein erstes Maschinengewehr, obwohl die taucht doch nicht die Bohne, oder? Kohle ist Kohle, Leute. Und das ist gar nicht so wenig. 17.000. Es geht ja um einen Bike. Wir wollen ja auch ein Bike haben. Oh, ich bin ganz nackig. So, was habe ich jetzt verpasst? Das wollte ich erst behalten. Das will ich behalten. Das will ich behalten. Die hätte ich verkaufen können. Das will ich behalten. Brauche ich zwar gerade nicht. Die kann ich noch verkaufen. Das war's. Mir ist nicht so dabei, ne? Boah. Viel wert. AK muss ich jetzt hier verkaufen. Wie dumm eigentlich, ne? Aber Geld. Wir brauchen Geld. 18.000. Wieder auf der Tasche. Schokoriegel. Dann sortieren. Und noch ein paar Taler auf der Tasche. Und Tabaksamen. Das silberne Schloss können wir noch verpulvern. Und dann war's das, ne? Dann haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt dürfte sie auch wieder ein bisschen Energy haben. Boah, der Durst. Ein Schneebier, um was zu kaufen, wäre dumm. Weil hier liegt über Schnee, wenn man essen kann. Was macht man? Eine Infektion? Ich habe keine mehr, ne? Nur Erschöpfung. General Gods. Auch Talas. Nicht viele, sind aber Talas. Und der Rest ist nichts wert. Bank.
So, dann sind wir 19.200 irgendwas so zerquetschte. Müssen wir nur noch ein paar Ruhmpunkte farmen und dann ist die Sache hier geritzt, Leute. Mache ich aber erstmal eine Pause. Ach, das ist der Friseur, da mache ich keine Pause. War der erste Friseur nicht umsonst? Ruhmpunkte nötig. Hier. Wir sind mal so frei und gönnen uns jetzt was zu trinken. Essen halt keine Schneebälle. 45 gehen wir mal aus, kein Problem. Da bin ich voll. Und dann machen wir uns wie oft so gemütlich hier oben vorm Kamin mit einem wunderschönen weißen Back. So. Pause. Erschöpfung geht besser. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Oder heute 18 Uhr.